ich begrüße Sie recht herzlich zur zweiten Episode in dem ersten Kapitel in der großen Vorlesung Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es geht immer noch um die Hintergründe und die Notwendigkeit von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und jetzt in der zweiten Episode wenden wir uns eher dem aktuellen Nachhaltigkeitsverständnis zu und warum in diesem Kontext Bildung für nachhaltige Entwicklung ausdrücklich und zwingend notwendig ist. In der ersten Episode hatten Sie schon sehen können, dass es selbst bei den Anfängen, etwa bezogen auf die Idee von Karlowitz, dass man eine nachhaltige Forstwirtschaft betreiben müsste, diese Funktion von Lernen gab. Das war eben eine Handreichung, wie man es denn machen kann. Und die muss ja schließlich auch irgendwo vermittelt werden. Und dafür sind eben Bildungseinrichtungen oder aber das Selbststudium notwendig. Hier geht es nun darum, den Zusammenhang zu stiften zwischen dem modernen Verständnis von Nachhaltigkeit und der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist das, was wir diesmal auf der Agenda haben. Sie sehen hier die Episode 2 in einer anderen Farbe unterlegt. Das ist unser Thema, bevor wir uns schließlich in der dritten Episode dem Interview zuwenden. Was sind die Lernziele bezogen auf diese Episode? Sie sollten beurteilen können, wie sich verschiedene Dimensionen der Nachhaltigkeit, die ich Ihnen vorstelle, zueinander verhalten. Sie sollten dann aber auch, das ist der zweite Aspekt, begründen können, welches Konzept von Nachhaltigkeit Sie präferieren. Denn es gibt nicht nur ein Konzept, sondern es gibt da durchaus mehrere. Und die sind nicht konsensuell innerhalb der internationalen Diskussion, auch bezogen auf verschiedene Gruppierungen, haben da unterschiedliche Vorstellungen. Man wird sich damit auseinandersetzen müssen. Und drittens schließlich würde ich gerne sehen, dass Sie darlegen können, warum Lernen eine Bedingung der Möglichkeit für nachhaltige Entwicklung ist, dass man also ohne Lernen gar nichts bewegen kann in dem ganzen Kontext. Das sind die Lernziele. Starten wir mit dem modernen Wortgebrauch. Ich mache das so, dass ich nicht weit zurückgreife. Man könnte das auch noch in den 1960er Jahren ansetzen, aber sozusagen ein markanter Punkt in der ganzen Diskussion ist immer regelmäßig die UN-Umweltkonferenz in Stockholm von 1972. Das ist ein Meilenstein, weil es da einen Zusammenhang gibt zwischen Development, Entwicklung und der Ökologie. Es war keine Konferenz, wo es eigentlich primär um die Umweltthematik ging, sondern ganz stark und ganz deutlich eben auch um die Entwicklungsproblematik. Und wie kommt man auf solche Zusammenhänge? Dafür muss ich dann doch ein wenig in die 1960er Jahre zurückgehen. In den 60er Jahren gab es dann, davon macht man sich heute kaum noch eine Vorstellung, die ersten umfänglicheren Daten über globale Entwicklungsprozesse, und zwar hauptsächlich bezogen auf das Thema Armut in dieser Welt. Und die Frage, wie können wir die Armut bekämpfen? Und schon damals hat man gesehen, die Armutsbekämpfung führt notwendigerweise natürlich zu Entwicklungsprozessen. Und wenn man sich Entwicklungsprozesse anschaute, so waren sie fast immer ganz eng gekoppelt an die Vorstellung, ja, da gibt es halt diese westliche, hochindustrialisierte Welt und das ist eine Orientierung oder eine Normgröße, mit der man sich da eigentlich fortentwickeln sollte. Da ging es natürlich um Gerechtigkeitsfragen, Ausbeutung, auch um Kolonialismus der alten und der modernen Form. Mit all diesen Dingen hat man sich beschäftigt und konnte dieses auf der Basis der Daten, die man seit den 1950er und frühen 1960er Jahren gesammelt hatte. Anfang der 1970er Jahre dann aber gab es eben auch eine Debatte um die ökologischen Krisen und die großen Probleme. Gleichzeitig eben mit der Umweltkonferenz in Stockholm lagen die Ergebnisse der Studie des Club of Rome zu den Grenzen des Wachstums vor. Und diese sagten eben, was wir brauchen, ist doch eine Vorstellung davon, wie sich die Welt entwickeln kann, wo man sagen kann, das führt nicht notwendigerweise oder zwingend zu einem Kollaps der Welt, denn das ist sozusagen die Kernaussage des Club of Rome. Wenn wir so weitermachen, werden wir an die Grenzen dessen stoßen, was diesem Planeten zumutbar ist. Nicht nur im Hinblick auf die Ressourcen, die wir haben, sondern auch bezogen auf die Schadstoffeinträge und eben auch im Hinblick darauf, dass das Bevölkerungswachstum, was wir sehen, dazu führt, dass es gar nicht für alle reichen kann. Und dass man sagte von Seiten des Club of Rome, was wir brauchen, ist doch eine Vorstellung davon, wie können wir auf der Basis dessen, über was wir überhaupt verfügen können,
dazu kommen, dass es sein befriedigende Lebensverhältnisse für alle geben kann. Das war auch das große Thema dieser Umweltkonferenz in Stockholm von 1972. Da ging es eben um Eco-Development an dieser Stelle. Und das Ganze wurde fortgeschrieben und fortentwickelt bis zu dem berühmten Brundtland-Bericht von 1987, der, wenn ich es richtig sehe, in allen Vorlesungen behandelt wird, die Sie hier buchen können, sozusagen im Rahmen der virtuellen Akademie. Und von daher werde ich da nicht nochmal im Detail drauf eingehen. Aber in dem Brundtland-Bericht versucht man dezidiert, diesen Zusammenhang zu stiften zwischen Entwicklung auf der einen Seite und Einschätzung der Risiken der Überlastung dessen, was Natur aushalten kann, auf der anderen Seite. Das hat dann letztendlich zu dieser großen Konferenz von Rio 1992 geführt, die Konferenz, die sich mit Umwelt und Entwicklung beschäftigt, und dann mündete in die Agenda 21, die ich ein bisschen detaillierter behandeln will. Es ist schon eine Schwierigkeit auch in den frühen Diskussionen immer gewesen, zu sagen, wie schafft man denn eine Balance und was ist eine Orientierung, die wir international auch tragen können. Balance im Hinblick auf ökonomische Entwicklung, die man notwendigerweise braucht in den armen Ländern dieser Welt. Die Ressourcen, die man auch nutzen muss, aber wie können wir das so intelligent tun, dass wir die Natur nicht mit zerstören oder sie überlasten. Das ist die große Frage gewesen. Wie können wir generell auf dieser Welt gerechtere Verhältnisse schaffen als die, die wir haben? Und das sollte eben die Agenda 21 sozusagen, die Leitlinien für das 21. Jahrhundert, die Agenda 21 sollte dieses bieten. Es gab im Anschluss daran eine Folgekonferenz, die zweite steht derzeit an, Rio plus 10, das war 2002 in Johannesburg, die Konferenz. Sehr viel Ernüchterung, man hatte nicht den Eindruck, dass man sehr weit fortgeschritten war in Bezug auf das, was die Agenda 21 vorsah, die ich Ihnen gleich noch ein bisschen vorstellen werde. Aber die Johannesburg-Konferenz hat ein Augenmerk darauf gerichtet, wie wichtig Bildung und Erziehung ist. Denn im Kontext der Johannesburg-Konferenz von 2002 wurde von den Mitgliedstaaten dafür plädiert, dass sich die Vereinten Nationen um dieses Thema Bildung viel stärker kümmern als bisher, weil man eben so wenig auch meinte, erreicht zu haben in dem ganzen Bildungsbereich. Und das hat dazu geführt, dass die Vereinten Nationen dann eine Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgerufen haben für die Jahre 2005 bis 2014. Dekade meint eben genau dieses, 10 Jahre sich schwerpunktmäßig mit diesem Thema zu beschäftigen. Das werden wir in einer späteren Vorlesung noch im Detail uns anschauen. Und nun steht eben Rio plus 20 an. 2012, in diesem Sommer, wird die Weltgemeinschaft wieder zusammenkommen und dann erneut Bilanz ziehen und schauen, wie weit man im Hinblick auf nachhaltige Entwicklungsprozesse gekommen ist. Wo sind es neue und intelligente Konzepte, die man verfolgen muss? Müssen wir uns anders aufstellen im Bereich von Wirtschaft oder auch im Bereich der Institutionalisierung dieses gesamten Nachhaltigkeitsprozesses? Das als kleiner Hintergrund mit einer Vorstellung von Nachhaltigkeit, die ich Ihnen jetzt im Folgenden gerne ein bisschen versuchen möchte vorzustellen. Der Ausgangspunkt der Agenda 21, das sehen Sie hier, ist ein Tragfähigkeitskonzept. Also dass man sagte, die Tragfähigkeit der Ökosphäre, und das meint eben alles Lebendige auf dieser Erde, die Ressourcen, über die wir verfügen, dass diese Ökosphäre und die Ressourcenvorräte der Erde es nicht mehr zulassen, dass man im Sinne der industriegesellschaftlichen Entwicklung fortschreitet. Dass man sagt, also die Lebensweise und die Wirtschaftsweise, wie wir sie etwa hier in Deutschland kennen oder auch in den Vereinigten Staaten und in anderen europäischen Ländern zum Beispiel, dass man dieses einfach nicht wird fortsetzen können. Wir brauchen etwas anderes als genau das, weil mit dieser Ausdehnung wir schließlich nicht weiterkommen. Ich hatte es in der ersten Episode kurz angerissen, dass wir weit, weit mehr Ressourcen verbrauchen, als das eigentlich denkbar ist. Wenn man sagt, also das sollte, alle Menschen auf der Welt sollten eigentlich so leben können wie wir, so ist das derzeit schon gar nicht machbar.
wie erwähnt, man kann ungefähr sagen, also bei Ländern mit Ressourcenverbräuchen wie Deutschland und USA, dann kann man davon etwa 1 Milliarde Menschen auf dieser Welt ernähren und sie mit den Ressourcen versorgen, wie wir sie verbrauchen, aber doch eben nicht 7. Und so gibt es Überlegungen dazu, wie man da hinkommt, also zu sagen, weniger verbrauchen und wenn es geht, dann dennoch gut leben. Das ist eine Reflexion, die finden wir in mehreren Publikationen wieder. Die eine von Weizsäcker und dem Ehepaar Lovins herausgegeben heißt Faktor 4. Es gibt von Schmidt-Bleek einen anderen Band, der sogar auf den Faktor 10 zielt und das meint, dass man nur 1/10 dessen weiterhin verbrauchen sollte, 1/10 der Schadstoffeinträge erreichen sollte, die wir derzeit praktizieren, oder beim Faktor 4 dahin kommt zu sagen, es muss doch möglich sein, dass wir viel, viel weniger Verbrauch haben, als das derzeit der Fall ist, sodass man sagen kann, mit 25% dessen, was wir heute verbrauchen, käme man auch aus. Zwischen beiden liegt so ungefähr das, auf das man zusteuern müsste, wenn man sich die Verhältnisse zum Beispiel in Deutschland anschaut. Und dann müsste man sagen, naja, wir sollten eigentlich es schaffen, ungefähr mit 15, vielleicht 20% maximal dessen auszukommen, was wir derzeit benötigen. Heißt in der Konsequenz, wir brauchen ausgesprochen intelligente Lösungen, damit dieses überhaupt funktionieren kann. Nun gibt es da ja Entwicklungen. Wir kennen inzwischen das Null-Energie-Haus. Es gibt sogar Häuser, die Energie abgeben können, weil sie mehr Energie etwa durch Sonnenkollektoren einsammeln, als sie selber verbrauchen. Es gibt es in sehr, sehr vielen Bereichen, dass es da kluge Lösungen gibt, wie man mit anders umgeht mit Technik, dass man sagt, also mit dem gleichen Input bekommt man das Vierfache an Gegenständen etwa produziert, oder wir schaffen es mit einem Viertel des Inputs auf die gleichen Mengenzahlen zu kommen. Das alles ist durchaus möglich und gibt es viele Gedanken dazu. Es ist nur nicht ohne weiteres so, dass sich das Ganze auch realisiert. Ich gebe Ihnen dazu mal ein Beispiel aus der Stadt Freiburg, älteren Datums. Die Stadt Freiburg hat sich überlegt gehabt, also wenn sich ihr Nahverkehrskonzept anschauten, wir müssten es eigentlich doch schaffen können, dass wir 1/3 der Wege in der Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen, 1/3 der Stadt mit Fahrrädern oder auch zu Fuß gehen und 1/3 Autoverkehr. Das war, als man diese Überlegung hatte, vor einigen Jahren, sah das noch ganz anders aus. Da wurde die Hälfte der Wege wurde mit dem Auto zurückgelegt. Freiburg hat es geschafft. 1/3 der Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad, 1/3 mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 1/3 mit dem Auto. Das Problem ist nur, dass die Zahl der gesamtzugelegten Kilometer mit dem Auto sich nicht reduziert hat, sondern ist gleichzeitig gestiegen. Woran liegt's? Die Leute sind mehr und mehr Auto gefahren. Sie legen mehr Kilometer zurück als vor 10 oder vor 20 Jahren. Das heißt also, das, was man an Gewinn auf der einen Seite hatte, im Hinblick auf eine Verkehrskonzeption, die einem ja durchaus vernünftig erscheint, wurde wieder aufgefressen dadurch, dass wir von allem immer mehr wollen. Man kann sich das auch deutlich machen, etwa am Gebrauch von Waschmaschinen. Auch da kann man sehen, wenn man sich dies über 20 oder 30 Jahre anschaut, der Energieverbrauch von Waschmaschinen hat sich dramatisch reduziert. Vielleicht ist es um 60% weniger, was man verbraucht für eine Waschladung. Die Pointe ist nur, wir waschen 4-mal so viel als vor 20 Jahren, was immer wir immer zu waschen haben. Insofern ist es so ohne weiteres nicht nur ein technisches Problem, was man da sehen muss, sondern es hat sehr, sehr viel eben auch zu tun mit unseren Verhaltensweisen, also man sagt auch unseren Habitualisierungen. Und wir haben die Tendenz dazu, möglichst viel in die verfügbare Lebenszeit oder auch in den Tag hineinzupacken und auch möglichst viele Ereignisse hineinzupacken und gleichzeitig auch dieses zu tun, indem wir sehr, sehr viele Ressourcen verbrauchen. Ich werde dem in einer späteren Vorlesung noch einmal zeigen, dass es da eine direkte Entkopplung gibt dieser Vorstellung, die man haben kann als engagierter Mensch, etwa im Umweltbereich, hat man ein hohes Bewusstsein von den ganzen Problematiken und der nicht nachhaltigen Entwicklung. Und genau, dass diese Gruppe innerhalb der Gesellschaft diejenige ist, die am meisten darüber weiß, die sich am wenigsten umweltgerecht verhält. Dann werden Sie sagen, wie kann das sein? Das ist ganz leicht auflösbar.
Wer das meiste drüber weiß, hat in der Regel auch die höhere Schulbildung. Wer die höhere Schulbildung hat, verfügt in der Regel auch über die besseren Jobs mit mehr Ressourcen und die werden dann eben auch verbraucht. Also Faktor 4, Faktor 10 sind interessante Ansätze, aber man kann sehr schnell sehen, dass nur technische Lösungen offensichtlich nicht weiterhelfen. Und Sie ahnen schon, am Ende ist es dann tatsächlich doch ein Bildungsproblem. Aber bevor ich das Ihnen durchbuchstabiere, würde ich gerne ein wenig eingehen auf die Agenda 21. Die Agenda 21 hat eben einige große Kapitel und Teile, insgesamt sind es 4. Über die muss man ein bisschen wissen, um eine Orientierung zu bekommen im Hinblick darauf, worauf die Agenda 21 letztendlich zielte. Der erste Teil beschäftigte sich mit dem Sozialen und dem Wirtschaften. Und da sehen Sie schon, den Anfangspunkt machte, wenn Sie einmal draufschauen auf diese Liste der einzelnen Kapitel. Es geht zunächst einmal um das Thema Entwicklungsländer. Also es ist nicht sozusagen primär der Blick gewesen auf unsere Ressourcen, die wir in Industrieländern verbrauchen, sondern wie man in den Entwicklungsländern vorankommt, weil die ja versuchen müssen, eine Prosperität zu erreichen, die anders aussieht, als die Entwicklung in den hochindustrialisierten Ländern es ist. Und daher ist die Armutsbekämpfung ein ganz zentraler Bestandteil gewesen, auch die Bevölkerungsdynamik, natürlich auch die menschliche Gesundheit, alles das gehört zu der Nachhaltigkeitsthematik dazu. Und selbstverständlich auch eine Veränderung der Konsumgewohnheiten. Das zielte dann primär auf die Länder mit den hohen Verbräuchen, ganz klar. Und erst am Ende dieses Kapitels zum Sozialen und Wirtschaften sehen Sie, kommt das Thema der Integration von Umwelt- und Entwicklungszielen zum Tragen. So. Und damit sehen Sie schon, in welchem Spiel man sich da bewegt, in diesen Reibungen, die es geben kann, Entwicklungen zulassen zu müssen, selbstverständlich. Man kann ja nicht sagen, lebt weiter in Armut und wir bleiben hier reich und leben im Wohlstand, sondern da braucht man eine Lösung. Und darum ging es, um dieses sich ein bisschen genauer anzuschauen. Das ist dann eigentlich Teil 2 der Agenda 21, dass man sagte, was müssen wir tun mit unseren natürlichen Ressourcen? Wie können wir die Erdatmosphäre schützen? Wie gehen wir mit dem Boden um? Wir haben ja große Bereiche mit hohem Grad an Bodendegradation oder auch Versalzung von Böden, gerade in Entwicklungsländern ist das oft der Fall. Was ist mit dem Thema Entwaldung? Da kommen wir übrigens an der Stelle zurück auf das Konzept nicht nur von Karlowitz, sondern auch die Debatte, warum man das Wort Sustainability aufgegriffen hat. Nachhaltigkeit und auch Sustainability als Terminus sind durchaus bekannt gewesen, auch schon in den 1960er Jahren, auch in der Diskussion und genau auch im Kontext der Forstwirtschaft. Denn in den 60er Jahren, da begannen diese großen Rodungsprozesse, da wurden sehr viel eben Tropenhölzer eingeschlagen, die dann in den Westen exportiert worden sind. Die Entwaldungsprozesse, weil man unter den Böden eben oder unter den Wäldern auch Bodenschätze fand. Das alles hat schon in den 1960er Jahren stattgefunden und war eines der großen, auch diskutierten Probleme. Die Wüstenbildung gehören dazu, auch die Bewirtschaftung etwa von Berggebieten, wie man überhaupt ländliche Entwicklung vorantreiben kann. Biologische Vielfalt, ein großes Thema heute, war auch dort schon auf der Agenda. Ich will die nicht im Einzelnen durchgehen, ich wollte sie nur deutlich machen, wenn man sich einmal anschaut, welche Fülle an Themen da aufscheinen, bezogen auf das, was in der Agenda 21 auftaucht, dann ist es eine ganz lange, lange Latte, die sich da in diesem ganzen Kontext zeigt. Und wenn Sie die Zeit finden, sollten Sie wirklich einmal reinschauen in die Agenda 21. Sie ist ja leicht über Internet zugänglich. Denn werden Sie sehen, dass auch in diesen Kapiteln, wo es um die Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen geht, immer kleine Abschnitte drin sind, dass auch das Bildungsthema zentral ist. Der dritte Teil fragt dann nach den Rollen der zentralen Gruppen auf dieser Welt. Wenn Sie sich das anschauen, die Liste, dann taucht eine Gruppe nicht auf, das sind die Männer. Ganz vorweg sind es die Frauen und Kinder und Jugendliche, die dann auftauchen. Frauen, warum? Eine Erfahrung aus der Entwicklungszusammenarbeit, dass man sagt, also, wenn man tatsächlich etwas bewegen will, gerade in den Ländern, die noch in Entwicklungsprozessen drinstecken, die noch in weite Wege werden gehen müssen,
dann ist es besser, gemeinsam mit den Frauen sich zu engagieren, als sie es mit den Männern zu tun. Man sagt immer, Frauen, wenn sie etwas bekommen, investieren sie das in ihre Kinder, auch in den Nachwuchs. Männer neigen dazu, dann doch lieber Alkohol oder Zigaretten zu kaufen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Kinder und Jugendliche. In unserer Gesellschaft würden wir sagen, gibt es doch keine Gruppe, denn die werden ja in Zukunft marginalisiert sein. 2050 leben in Deutschland mehr Menschen, die über 80 sind, als jene, die unter 20 sind. Aber Kinder und Jugendliche sind die Zukunft. Und weltweit gesehen sind eben tatsächlich die größte Bevölkerungsgruppe überhaupt. Und weil Kinder die Zukunft ausmachen, muss man sich um diese kümmern. Und da hat man natürlich auch Gruppen, die wenig berücksichtigt werden, aber die man unbedingt versuchen muss, mit ins Boot zu nehmen, weil sie vielleicht auch einen wichtigen Erfahrungsschatz noch bieten im Hinblick auf ihre Tradition. Das sind die indigenen Völker. Und schließlich, so sehen Sie es hier, sind die klassischen Gruppierungen dabei. Nichtregierungsorganisationen, die eine hohe Bedeutung bekommen, weil man nicht überall auf der Welt glauben kann, dass es nur staatliche Einrichtungen sind, die das Problem lösen können oder die Probleme lösen können, von denen wir stehen. Dazu gehört auch die Privatwirtschaft etc. Und dann kommt der vierte Teil der Umsetzung. Und dann sehen Sie hier, dass es nicht nur um Technologie geht, nicht nur um Wissenschaft, die man voranbringen muss, sondern in dem Kapitel 36, das ist immer die große Bezugsgröße für den Bildungsbereich, in Kapitel 36 ist es dann die Schulbildung, Bewusstseinsbildung und die berufliche Aus- und Fortbildung, die man nach vorne stellt und sagt, da muss etwas passieren. Warum ist das der Fall? Das ist ganz einfach zu erklären. Ich hatte es Ihn versucht am Faktor 4 schon ein bisschen deutlich zu machen, nur technologische Innovationen reichen nicht hin. Und was hier in dem Kapitel 36 zum Gegenstand gemacht wird, ist eigentlich so etwas wie ja, der mentale Wandel. Wir brauchen ganz andere Einstellungen. Wir brauchen andere Formen von Lebensgewohnheiten. Wir brauchen ein Bewusstsein von den Problematiken. Und dafür müssen wir viel stärker in Bildung und Ausbildung investieren, dass man dieses tatsächlich auch realisieren kann. Dieses Kapitel 36, auf das ich auch nochmal zurückkommen werde, hat auch einige Tücken und Sie sehen auch hier schon im Hinblick auf Bewusstseinsbildung, wenn Sie hineinschauen, es ist in der Regel vom Umweltbewusstsein noch die Rede, als ging es nur um Umwelt und nicht um den ganzen Nachhaltigkeitskomplex selber. Und den Nachhaltigkeitskomplex möchte ich Ihnen als nächstes ein bisschen vorstellen, denn die Leitlinien der Nachhaltigkeit jenseits dieser Definition, die ich in der ersten Episode gegeben habe, bezogen auf die Handlungsperspektiven, nicht? Noch einmal erwähnt, Footprint, Handprint und Steigerung der Lebensqualität, kann man sagen, sind die Leitlinien der Nachhaltigkeit, dass man so etwas schafft wie globale Gerechtigkeit. Also man kann auch sagen, wen Gerechtigkeit auf dieser Welt nicht interessiert, der muss sich mit der Thematik Nachhaltigkeit nicht sonderlich beschäftigen. Eine dauerhafte Umweltverträglichkeit, das ist die ökologische Seite, also so zu wirtschaften, dass die Ressourcen nicht übernutzt werden und die Schadstoffeinträge nicht zu groß ausfallen. Und eine zukunftsfähige wirtschaftliche Entwicklung. Das ist meist der große Streitpunkt zu fragen, was ist denn eine zukunftsfähige wirtschaftliche Entwicklung und was ist es nicht. Aber dazu finden Sie im Rahmen der virtuellen Akademie andere Vorlesungen, die Ihnen das sehr gut offenlegen. Daraus strickt man in aller Regel ein sogenanntes Dreieck der Nachhaltigkeit, in dem man sagt, es geht um eine Balance zwischen der Ökonomie, Entwicklung muss ja sein, Prosperität eben auch, Soziales, ein Stichwort Gerechtigkeit, und der ökologischen Seite der Nachhaltigkeit. Und dieses in Balance zu halten, so die Vorstellung, das ist das zentrale Thema der Nachhaltigkeit schlechthin. Also das, man könnte auch sagen, manche würden vielleicht sagen, was da versucht wird, ist die Quadratur des Kreises, hier des Dreiecks. Wir werden sehen. Wenn man sich das von der Tradition her anschaut, von der Ökologie-Tradition her und von der Entwicklungstradition, die kamen ja in der Stockholm-Konferenz 1972 zusammen, dann kann man sagen, gibt es diese zwei Traditionen, die eigentlich immer auf Bedrohung und Elend hinauslaufen. Man kann sich das sehr schnell deutlich machen. Die Ökologietradition vor der intensiven Debatte um die Nachhaltigkeit sah so aus, dass man warnte vor den Ressourcenverbräuchen. Das kann man sehr gut nachlesen in den Grenzen des Wachstums von Meadows und anderen. Man warnte vor dem, was man damals noch Bevölkerungsexplosion nannte. Das ist heute nicht mehr political correct. Bevölkerung explodieren nicht. Aber es ging eben um die Frage, also mit dem
Bevölkerungswachstum auf dieser Welt, wie können wir damit umgehen? Und auch da sah man sozusagen nur einen dunklen Horizont und die Umweltzerstörung, Vergiftung, Rodung, was immer da zu sehen war. Das ist sozusagen das Szenario der bedrohten Umwelt. Und was war die Reaktion? Sehr schnell zu sagen, ja, Schutz, stellt euch vor alles, verändert nichts in dieser Welt, damit wir nicht in der Katastrophe enden. Die andere Tradition, die Entwicklungslinie aus dem Bereich der Entwicklungspolitik, hatte eine Tradition, von der kann man sagen, das war die des sozialen Elends. Worauf man verwies, ist die Ausbeutung, die Armut, die Unterdrückung. Und zumindest im pädagogischen Bereich war es dann oft so, dass das Resultat war, ein schlechtes Gewissen zu erzeugen. Das hat für viele, vor allem Jugendliche, diese Thematik lange Zeit hochgradig unattraktiv gemacht. Wenn man sich die Seite jetzt anschaut der Nachhaltigkeit gegenüber diesen Traditionen, dann hat das schon eine etwas andere Variante. Es geht hier bei der Nachhaltigkeit nicht mehr nur um Bewahrung, nicht mehr nur um Schutz und nicht mehr nur ums Anklagen, sondern darum zu sagen, wir müssen etwas neu machen. Und ich mache Ihnen das mal kurz an diesen drei Aspekten der Nachhaltigkeit deutlich. Also auf der einen Seite haben Sie den Aspekt der Ökonomie und da würde man sagen, da steht alles unter einem hohen Grad an Innovationsdruck, bezogen auf Technik, bezogen auf Produktion, bezogen auf die Produkte. Nicht? Also heute reden wir oft von Fair Trade zum Beispiel oder eben auch wird die Frage gestellt, also wie sind denn diese Dinge hergestellt worden und wie viele Ressourcen sind da eingeflossen, welche Umweltschadstoffe wurden da eigentlich eingetragen. Da herrscht Innovationsdruck. Dasselbe gilt für den Bereich der Ökologie. Auch da haben wir hohen Innovationsdruck in Bezug gerade auf das, was da geforscht wird in diesem Segment. Die Frage nach der Analyse der Belastbarkeit, wo sind sozusagen die Critical Loads, über die man nicht hinausgehen darf? Welche Veränderungsprozesse nehmen wir wahr? Und wie können wir aus der Perspektive der Ökologie heraus etwas bieten, das andere Entwicklungsprozesse vielleicht in Gang setzen kann? Und schließlich die Seite des Sozialen. Da ist der Innovationsdruck ganz stark im Hinblick auf die veränderte Lebensgestaltung, mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt zu schaffen, dass man in diese Richtung sich bewegt. Also kurz und gut, Nachhaltigkeit ist nicht so sehr ein Szenario, das nur mit den Bedrohungen operiert und nur das Elend herausstellt, sondern danach fragt, wo können wir mit Innovationen etwas bewegen? Das ist ein Umdenken, das da stattgefunden hat. Die Frage ist nun, ist das Nachhaltigkeitsmodell wirklich eines, das hochgradig attraktiv ist in Bezug auf seine Darstellung, wie ich es gerade präsentiert habe, als Dreieck, das in der Balance zu halten ist? Mir scheint, es wäre intelligenter, man macht es ein bisschen anders, indem man sagt, wie sind wir eigentlich aufgestellt? Dann müssen wir ja sehen, wir leben in dem, was man auch eine Ökosphäre sehen kann. Das heißt, alles wird getragen von der Umwelt, in der wir uns bewegen. Und in dieser hier schaffen sich Menschen Kulturen. Das heißt, das ist das Soziale, eingebettet in der Umwelt, in der man sich jeweils bewegt. Und innerhalb dieses Sozialen, wie wir unsere Gesellschaften ausgestalten, haben wir eine spezifische Form von Ökonomie. Insofern scheint es mir nicht so sehr sinnvoll zu sein, immer nur an diesem Dreieck und in der Balance zu denken, sondern zu sagen, also was trägt uns eigentlich, in welchen Kontexten entwickeln wir unsere Kulturen und wie gestalten wir im Rahmen dieser Kulturen unsere Ökonomie aus? Das macht es vielleicht leichter, nicht immer nur auf die Ökonomie zu schauen und dort den Schwerpunkt zu setzen im Hinblick darauf, dass man da ein zentrales Gewicht drauflegt in Bezug auf die Nichtbalanciertheit der ganzen Umweltthematik. Kultur, kann man sagen, ist das, was das Ganze durchzieht. Denn die Art und Weise, wie wir über Natur nachdenken, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, ist kulturell bedingt. Das Soziale eben auch und die Ökonomie ist es allemal. Nachhaltigkeit habe ich bisher eigentlich nicht so thematisiert, dass ich sagte, da gibt es verschiedene Varianten, wie man damit umgehen kann. Das muss man aber unbedingt machen, um in den Bildungsbereich hineinzukommen. Denn man kann sagen, nachhaltiges Wirtschaften, wenn man mal diesen Kernbereich rausnimmt aus diesem Modell, das ich Ihnen jetzt hier offeriert habe, dann ist nachhaltiges Wirtschaften eines, das so ausfallen muss, so kann man konsensuell eigentlich in der Fachwelt lesen, dass eine generationenübergreifende Gerechtigkeit möglich wird, wo es erreicht wird, das Sach- und das Naturkapital weitgehend zu erhalten und weiterzugeben an die nächste Generation. Naturkapital, das ist
die Umwelt und die Ressourcen, die wir haben. Sachkapital ist das alles, was von Menschen geschaffen wurde. Die Kultur ebenso wie das, was wir an Produkten und Möglichkeiten von Technologieentwicklung etc. haben, das gehört alles zu dem Bereich des Sachkapitals. Das Problem ist nur, wie verhalten sich Sach- und Naturkapital zueinander? Kann man etwa Natur ersetzen durch Wissen oder Natur ersetzen durch innovative Technologien? Das ist der große Streit, den wir haben. Das heißt also, neben dieser Vorstellung, dass Sach- und Naturkapital weitergegeben werden sollen, gibt es einen großen Streit darüber, wie, in welchem Maße was ersetzt werden kann im Zuge dessen, dass wir uns natürlich auf unsere Ressourcen stützen müssen, die wir haben. Und dann kann man in der Literatur drei Varianten sehen, mit denen man sich dann auseinandersetzt. Es gibt auf der einen Seite die schwache Nachhaltigkeit, dann gibt es ein Konzept der starken Nachhaltigkeit und das der kritischen Nachhaltigkeit. Das will ich Ihnen ganz knapp erläutern, weil das wichtig ist für unseren Bildungsbereich. Also, schwache Nachhaltigkeit heißt im Kern, dass man Sach- und Naturkapital substituieren kann. In der Regel heißt es eben Naturkapital durch Sachkapital ersetzen. Was meint das? Ganz schlicht, dass man sagt, naja, unsere Erdölreserven können wir doch durchaus verbrauchen. Wir müssen nur klug genug sein, dass wir, bis sie verbraucht sind, andere Formen der Energiegewinnung gewonnen haben, zum Beispiel durch Solarenergie, Windkraft und was immer uns da einfällt. Das heißt also, dass wir dann ja nicht mehr angewiesen sind auf diese Ressource in der Natur, die eine endliche wäre. Das kann man an vielen Stellen tun. Man könnte auch sagen, also man kann natürlich Wissen ersetzen. Das ist die Lösung, die da präferiert wird. Wenn man sich das auf der Seite der starken Nachhaltigkeit anschaut, dann hat das seine andere Konnotation. Da sagt man, das Naturkapital muss konstant bleiben. Das sind etwa in Deutschland Otto und Döring, die diese Position vertreten. Die sagen, das geht nicht, dass wir mit Wissen meinen, Natur ersetzen zu können. Der Gedanke auch da ganz einfach, dass man sagt, wenn wir endliche Ressourcen verbrauchen, und sie jetzt momentan etwa verbrennen, wie das Erdöl, dann könnte es ja sein, dass künftige Generationen viel Besseres draus machen könnten auf der einen Seite und dass es vielleicht nochmal existenziell sein wird für die Menschheit, etwa dadurch, dass man da auch Pharmaka draus gewinnen kann, die notwendigerweise dazu führen, dass man genau diese Ressource wird erhalten müssen. Also sie wehren sich ganz entschieden dagegen, dass das Naturkapital durch Sachkapital ersetzt werden kann. Das betrifft dann etwa auch die Thematik Biodiversität, wo man auch ja sagen kann, wir brauchen diese Vielfalt an Leben auch, um die Möglichkeit zu haben, künftig noch diese Natur zu nutzen für andere, vielleicht attraktivere Zwecke, die sie auf der einen Seite erhält, gleichzeitig aber nutzt. Die kritische Nachhaltigkeit, also die starke Nachhaltigkeit sagt, da gibt es keinen Weg zwischen dem Umwelt und dem Sozialen und dem Sachkapital. Die kritische Nachhaltigkeit ist so ein Mittelkonzept, das von Nutzinger etwa und von Radke präferiert wird, wo gesagt wird, man kann sie begrenzt füreinander ersetzen, aber man kann es nicht generell tun. Also man darf dann nicht die großen Freiheiten haben, dass man Sach- und Naturkapital gegeneinander abwägt, aber wir werden sie notwendigerweise nutzen müssen. Man könnte auch sagen, vielleicht ist das Konzept der realistischen Variante. Also in gewisser Weise muss man Dinge schon benötigen, gebrauchen und sozusagen auch künftigen Generationen etwas entziehen. Aber man darf es nicht in dem Maße tun, dass man sagt, also wir kümmern uns nicht um intelligentere Lösungen. Kritische Nachhaltigkeit heißt, Naturkapital möglichst erhalten und bezogen auf das, was wir an Sachkenntnissen, an Innovationen entwickeln, dass wir da einen Schritt weiterkommen. Welchem Modell Sie sich anschließen, das ist eine, wie ich finde, Frage, die müssen Sie ein Stück mit sich selber erörtern. Da kann man sehr kontrovers drüber diskutieren und kann man durchaus auch seine Freude daran haben, mit anderen drüber zu streiten. Ich sagte es bezogen auf die Agenda 21, dass Nachhaltigkeit zusammengebunden wird mit Bewusstseinsbildungsprozessen. Man kann es auch mit einer ganz kühnen Formulierung noch einmal aufgreifen, die auch schon älter ist, von 1994, von der Enquete-Kommission Schutz des Menschen und der Umwelt des Deutschen Bundestages, die lesen Sie hier. Zentral darin ist, dass gesagt wird,
was es geben muss, ist ein mentaler Wandel. Und der ist nicht bescheiden. Da geht es nicht um eine Kleinigkeit, sondern ein großes Konzept, eine Weiterentwicklung, von der man sagen kann, dass sie schon das Kaliber dessen hat, was wir heute Moderne nennen oder industrielle Revolution. Das ist eben nicht bescheiden, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir dahin kommen, ein anderes Denken und Handeln zu entwickeln, das ganz substanziell anders ausfällt als die Art und Weise, wie wir im Rahmen unserer kapitalistischen Orientiertheit dieser Gesellschaft Ausbeutung betreiben, bezogen auf die Ressourcen der Natur, und Ungerechtigkeit um sich greifen lassen im Hinblick auf die Verteilung der Güter und auch der Lebenschancen auf dieser Welt. Das ist das Stichwort mentaler Wandel, was mich dann zur Bildung für nachhaltige Entwicklung bringt. Man kann sich das so zurechtlegen, dass man sagt, nachhaltige Entwicklung ist ja erstens eine Konzeption, die auf Zukunft gerichtet ist. Momentan leben wir, muss man sagen, nicht nachhaltig. Also weiter so, das ist keine Option. Wenn Nachhaltigkeit nun aber auf Zukunft gerichtet ist, dann kann man im nächsten Schritt sagen, mit der Enquete-Kommission, mit der Agenda 21, wenn man so will, schon mit Karlowitz, das geht nicht ohne mentalen Wandel. Wir brauchen eine andere Einstellung und andere Konzeptionen und Ideen. In der Konsequenz, wir brauchen Innovationen. Wir brauchen Innovation im technischen Bereich, wir brauchen Innovation im Hinblick auf Teilhabe an Entscheidungsprozessen, im Hinblick auf Gerechtigkeit, wie wir das in dieser Welt ausgestalten. Wir brauchen ungeheuer viel Kreativität für nachhaltige Entwicklung, sonst wird es nicht funktionieren. Und dann, im nächsten Schritt, wird man sagen müssen, ja, für das hier, um Kreativität, neue Erkenntnisse zu gewinnen, also gerade in den Wissenschaften, dieses auch zu tun, Nachhaltigkeitswissenschaft auszubauen, dafür braucht man aber auch ein verändertes Denken und ein verändertes Handeln. Unveränderte Normen und Werte, auch die sind notwendig. Zumindest müssen wir sie erstmal entwickelt haben, sodass man sagen kann, da gibt es Möglichkeiten, sich auch anders in Zukunft zu bewegen. Und das heißt dann, auf Lernen notwendigerweise abstellen zu müssen. Denn Lernen, das ist eben auch so etwas wie immer ein Bevorratungskonzept auf Zukunft hin. Dass man sagt, also, was ich hier jetzt lerne und mir aneigne, mit dem kann ich künftig handeln. Ob das jetzt kurzfristig ist oder auch über die lange Perspektive, wie wir ja glauben, dass das allgemeine bildende Schulsystem so etwas offeriert, dass wir da was lernen. Naja, vielleicht nicht mehr fürs Leben, aber doch für einige Jahre sollte es dann schon noch reichen. Ein Bevorratungskonzept. Nachhaltigkeit, wenn es so existenziell ist, dass man sagt, es ist ein mentaler Wandel, die ganze Welt muss da anders gedacht werden, hat auch zur Konsequenz, dass wir sagen müssen, wir müssen in der Lage sein, die Chance entwickeln, Zukunft anders gestalten zu können. Das heißt, wie man Zukunft nachhaltig gestalten kann, muss ein Aspekt von Lernprozessen sein. Ohne das wird es nicht gehen. Und das hat dazu geführt, dass man ein Konzept entwickelt hat, das als Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland auf die Agenda gehoben wurde. Education for Sustainable Development heißt es im englischsprachigen Raum. Das ist der Fachterminus, kann man sagen, für ein Lernen auf eine nachhaltige Zukunft hin. Das ist nun ein ziemlicher Bandwurm, wo man sagen würde, naja, andere Schulfächer zum Beispiel haben es einfacher. Da heißt es Physik, Mathe, Deutsch. Das ist hier nun nicht der Fall, weil man von der Idee her sich anschließen wollte an die Thematik nachhaltige Entwicklung. Es reicht auch nicht in Bildung für Nachhaltigkeit zu sagen, sondern es geht um Entwicklungsprozesse. Da hat man diesen Terminus bewegt, der sich nun ja so langsam vielleicht durchsetzt. Man kann ihn eben abkürzen mit BNE. BNE was here, ist dann die Devise. Wäre BNE ein Fach, was es nicht ist, so würde man sagen müssen, denke ich mal, dieses Fach müsste eigentlich Zukunft heißen. Und dann sehen Sie schon, das ist etwas, das es im schulischen Kontext nicht gibt. Wir kennen zwar ein Fach Geschichte, wir kennen auch in Deutschland ungefähr 4000 Einrichtungen, die sich mit der Geschichte beschäftigen, wissenschaftliche Einrichtungen. Aber sie werden nicht mal eine Handvoll oder vielleicht 10 wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland finden, die sich mit Zukunft beschäftigen. Insofern ist BNE ein zentrales Fach, das eben nicht nur, oder ein zentraler Gegenstand, muss ich genauer sagen, das nicht nur Schule betrifft, sondern eigentlich alle Bildungsbereiche. Damit will ich es bei dieser Episode bewenden lassen und habe jetzt noch ein paar Hinweise für Sie im Hinblick auf das Selbststudium. Ich würde Sie auf der einen Seite hinweisen wollen auf eine Literatur von Rademacher und Bayers.
Welt mit Zukunft, die ökosoziale Perspektive. Rademacher ist selbst Mitglied des Club of Rome, von daher lohnt sich es allemal in diesen Band reinzuschauen. Es ist spannend geschrieben, wie ich finde, und ganz erhellend. Und ich würde Sie auffordern, recherchieren Sie doch selber mal zum Thema Faktor 4 und Faktor 10. Und machen Sie sich deutlich, was man eigentlich machen muss, damit man in diese Richtung sich bewegt. Wie schaffen wir es, die Ressourcenverbräuche zu reduzieren? Welche Innovationen sind da notwendig? Und da geht es nicht nur um Technik, es geht nicht nur um Wirtschaft, es geht auch um Lebensstile. Schauen Sie einfach mal, was Sie da finden. Und, da es sich um Bildung für nachhaltige Entwicklung handelt, schauen Sie mal, wo Sie Lernanlässe identifizieren können. Wo muss eigentlich gelernt werden, um etwa technische Innovationen vorantreiben zu können, wirtschaftliche oder auch die Lebensstile zu verändern? Herzlichen Dank fürs Zuschauen.